Let's Dance, Starstreamer Knossi hat bei den Dreharbeiten zur Survival-Show 7 vs. Wild wieder viel Gewicht verloren. Nach den Dreharbeiten zur dritten Staffel der Survival-Show 7 vs. Wild hat sich Knossi, 37, wieder bei seinen Followern auf Instagram gemeldet. 2 Wochen lang musste er mit seinem Teampartner Sascha Huber, 31, in der Wildnis überleben. 7 vs. Wild. Bei der ersten Teilnahme verlor Knossi bereits 9 Kilo. Wie in Videos und auf Fotos zu sehen ist, hat Knossi auch bei seiner zweiten Teilnahme viel Gewicht verloren. Bereits 2022 nahm er bei 7 vs. Wild 9 Kilo ab. Er verbrachte 7 Tage auf der tropischen Insel Isla de San José im Süden von Panama. Jetzt wissen wir, wie sich die Show diesmal auf sein Gewicht auswirkte. Er verlor ganze 11 Kilo. Ob er am Jahresende überhaupt noch in seine Klamotten passt, urteilt selbst. Let's Dance. Knossi lag unter 100 Kilo. Bei Let's Dance trat Knossi im Februar mit dem Ziel an, 10 Kilogramm zu verlieren. Dieses Ziel übertraf er. Wenn man den Opener von Let's Dance anschaut, sieht man, wie prall ich da noch war, erklärte Entertainer Knossi im Juni im Interview mit RTL. Zu Beginn seiner Tanzreise brachte er 105,1 Kilo auf die Waage, nach wenigen Wochen zeigte die Waage nur noch 97,4 Kilo an. Einmal unter 100 Kilo sein, freute sich der Entertainer. Wie er nach seinem Ausscheiden im Viertelfinale verriet, nahm er während seiner Tanzreise insgesamt 15 Kilo ab. Für Knossi, der privat keinen Sport macht, ein tolles Ergebnis. Jeden Tag meinen Schweinehund zu überwinden, um 8.30 Uhr in der Tanzschule auf der Matte zu stehen, das war schon hart, berichtete er gegenüber Promi Flash. Knossi war nie unzufrieden mit seinem Gewicht, allerdings war Knossi vorher auch nicht unzufrieden mit seinem Gewicht. Knossi: Ich hatte nie ein Problem damit, zu meinem Körper zu stehen, ich habe mich auch dick wohl gefühlt. Aber jetzt, wo ich erfahren habe, wie es anders sein kann, finde ich es extrem toll, so der Entertainer zur Let's Dance Halbzeit.